So, Leute, es ist mal wieder soweit. Ich bin durch den Laden gegangen. Ich habe das letzte Theros Booster, was da noch so rumlag, still und einsam, mal aufgegabelt und dachte mir, hey, tust du mal nochmal was für deinen Channel nach Ewigkeiten und kaufst du mal einen Booster. Ja, die Karten sind ja mittlerweile richtig alt, also fast schon ein Jahr. Dementsprechend gehen wir relativ schnell durch. Fruit of Tizerus. Ein Mana Sorcery, ein Spieler eurer Wahl verliert 2 Leben. Mit Escape für 4 Mana und 3 Karten. Danny of Divine. Deny of Divine. 3 Mana Instant. Ihr countert eine Kreatur oder Verzauberung. Und wenn er gecountert wird, wird er stattdessen exiled, statt auf den Friedhof gelegt zu werden. Stampede Rider. 3 Mana, 2/3 Trampel. Und zu Beginn jeder Kampfphase, wenn ihr eine Kreatur mit Stärke 4 oder höher kontrolliert, kriegt diese Kreatur +1/+1. Elysian Caritage. 2 Mana, 1/1, tappen für ein Mana beliebiger Farbe. Wenn ihr eine Kreatur mit Stärke 4 oder höher kontrolliert, dann kriegt man tappen für 2 Mana. Dann Captivating Unicorn. 5 Mana, 4/4. Mit Constellation. Immer wenn eine Verzauberung oder Augenkontrolle ins Spiel kommt, könnt ihr eine Kreatur tappen. Funeral Rites, 3 Mana Sorcery. Ihr zieht 2 Karten, verliert 2 Leben und tut die obersten 2 Karten aus Decks nach dem Friedhof legen. Okay. Starlight Mantel, 2 Mana Flash. Verzaubert eine Kreatur, die ihr kontrolliert. Und wenn sie ins Spiel wegkommt, kriegt die verzauberte Kreatur Hexproof. Und die nur für eine Runde halt. Und die verzauberte Kreatur kriegt +1/+1. Irreverent. Revealers. 302/2. Wenn er ins Spielfeld kommt, sucht man sich zwei Sachen aus. Eine Sache aus. Entweder kriegt er Eile oder ihr zerstört ein Artefakt. 4 Mana, 4/4. Die Warrior Typhon. Und die könnt ihr escapen für 7 Mana und 4 Karten aus dem Friedhof exilen. Und ihr kriegt +3/+1/+1 Marken. Phalanx Tactics. 2 Mana, eine Kreatur kriegt +2/+1 bis zum Ende des Zuges und jede andere Kreatur, die ihr kontrolliert, kriegt +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Tymirat, Choose from Death. Chosen from Death. 2 Mana, 2x und x ist gleich die Devotion zu schwarz. Und mit 2 Mana könnt ihr 2 Karten aus dem Friedhof exilen und ihr kriegt ein Leben für jede auf diese Weise Art exilte Kreatur. Dream Shaper Shaman, 6 Mana, 5/4. Zu Beginn des Endsteps könnt ihr 3 Mana bezahlen und ein Nichtland permanentes Opfern. Wenn ihr das tut, guckt ihr die oberste Karte eures Decks, deckt ihr auf, bis ihr eine Nichtland permanente aufdeckt. Und diese Karte bringt ihr ins Spiel. Der Rest wird gemischt. Und unsere Rare, wow, ist Heliots Intervention, 2 Weiße und X. Ihr zerstört X Artefakte oder Verzauberung und kriegt X Leben. Der obligatorische Mountain. Die Feuerländer davon sind auch hübsch. Ja, und Forest. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexate. Ciao, ciao.